Der SSV Reutlingen wird Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Archelau. Hallo zum Sportmagazin mit Fußball aus der Oberliga Baden-Württemberg. Da traf der SSV Reutlingen am Freitagabend bei besten Bedingungen an der Kreuzeiche auf den Aufsteiger ATSV Mutschelbach. Das Team von Trainer Dietmar Blicker aus dem 2000-Einwohnerort der Gemeinde Karlsbad in der Nähe von Karlsruhe reiste als Tabellensechster mit 8 Punkten im Gepäck aus dem Badischen an. Der SSV steht mit 10 Punkten auf Platz 4. Zuletzt feierte man ja einen 4:0-Sieg beim FV Ravensburg. Es war das erste Pflichtspiel der beiden Vereine überhaupt. Der Arbeiter-, Turn- und Sportverein kickte bis 2013 noch in der Kreisklasse. Dann ging es hoch bis in die Oberliga. Zuletzt unterlag man dem Göppinger SV mit 1:3. Es war die einzige Niederlage in dieser Saison. Zuvor feierte man Siege gegen Offenburg und Neckarsulm und spielte gegen Mitaufsteiger Hollenbach und gegen Rilassingen-Arlen jeweils Remis. Bevor es losging, wurde im Stadion an Emanuel, genannt Emma Nwanegbo, gedacht. Der erlitt vor fast genau 25 Jahren im Regionalligaspiel gegen den SC Weißmann einen Herzstillstand. Da haben wir die beiden Kapitäne Pierre Eiberger und Jonas Malsam. Das schwäbisch-badische Duell stand unter der Leitung von Tobias Bartschat. Bei den Gästen stand der Ex-Reutlinger Colin Bitzer in der Startelf. Der SSV musste kurzfristig auf Stürmer Onesi Kuengenda wegen Knieproblemen verzichten. Neuzugang Hamza Çetinkaya saß auf der Bank. Knapp 1000 Zuschauer waren beim dritten Heimauftritt mit dabei. Los geht's, 4. Minute, Freistoß für den SSV, den tritt der Kapitän Pierre Eiberger und Abwehrchef Marvin Jäger köpft den Ball an den Innenpfosten. Das wäre natürlich ein Auftakt nach Maß gewesen für Piero und Co. Nach der 0:1-Niederlage zum Saisonauftakt in Bissingen gewann der SSV ja das Heimspiel gegen die TSG Backnang mit 2:1 und dann in Pforzheim mit 4:2. 1:1 hieß es dann gegen den SV Oberachern und dann folgte, wie eingangs erwähnt, der starke Auftritt beim 4:0-Sieg in Ravensburg. Gleich die nächste Szene, Jäger schickt Lübke und Meier dann übers Tor. Samuel Meier war einer der Torschützen in Ravensburg. Die Jungs in Blau versuchten es nach gut 10 Minuten zum ersten Mal, aber der Schuss von Kapitän Malsam ist natürlich kein Problem für Enrico Piu. Der SSV-Keeper ist derzeit sowieso in guter Form. Der SSV weiter im Vorwärtsgang. Schöner Angriff über die linke Seite über Youngster Mohamed Sanyang. Dessen Hereingabe können dann Florian Henk und Keeper Dominik Bleich mit vereinten Kräften klären. Andere Seite. Robin Mörmann, Neuzugang vom SV Links, prüft Pio, aber der hat mit diesem Schuss natürlich keine Probleme. Halbe Stunde mittlerweile gespielt, Dennis Lübke bleibt zunächst an Kai Kleinert hängen, aber Jovan Djamanovic holt den Ball zurück, Eiberger übernimmt, beherzter Antritt des laufstarken Kapitäns, dann rüber zu Sanyang, der legt sich den Ball auf rechts, aber sein Schuss dann zu ungefährlich. Bleich ist da, Sanyang traf in Ravensburg vom Punkt, 10 Tore erzielte der junge Stürmer in der letzten Saison. Wieder die Hausherren, wieder Eiberger, der spulte ein enormes Laufpensum ab, war hinten und vorne zu finden. Sein Pass wieder auf Sanyang. Und der schickt dann Samuel Meier, aber Robin Schürer klärt zur Ecke. Der SSV zeigte gute Ansätze, im Strafraum fehlte es dann im Abschluss aber entweder an der Genauigkeit oder an der Präsenz. Die Ecke brachte nichts ein. Die nächste Ecke zeigen wir Ihnen aber ja. Eiberger zirkelt den Ball an die 16er-Linie zu Marvin Jäger und der hält Volley drauf. Gute Aktion, aber es fehlte halt immer ein Stück. An Unterstützung fehlte es nicht. 35. Minute, andere Seite, Einwurf Kleinert, erst Lindner, dann Christoph Bartke. Pressschlag mit Jäger, dachten die meisten. Bartke fällt und Schiri Bartschat pfeift 11 Meter. Hoppla, Jäger sah gelb, wilde Proteste, die brachten, natürlich muss man sagen, nichts. Wir schauen aber nochmal hin, für uns eine Fehlentscheidung.
Dem Pfiff des Schiedsrichters folgten die Pfiffe im Stadion, doch der Schiri ließ sich auch von Eilberger nicht umstimmen. Jonas Malsam lässt Pio dann keine Chance. Der ATSV Mutschelbach geht also mit 1:0 in Führung. Der Kapitän behält die Nerven. Der Pfiff sorgte auch später noch für reichlich Gesprächsstoff. Das Tor spielte den Gästen natürlich in die Karten. Der SSV musste den Rückschlag erstmal wegstecken, die letzten Minuten in Hälfte 1 laufen. Tom Schiffel mit der Flanke, aber der Kopfball von Djamanovic verfehlt sein Ziel dann deutlich. Reutlingens Nummer 9 bislang noch ohne Fortune. Flankengeber Schiffel musste dann angeschlagen raus. Albert Lennart brachte seinen Sohn Luca. Kurz danach war Pause. Das Team von Dietmar Blicker, der seit 5 Jahren im Amt ist, führte also durch den verwandelten Elfmeter von Malsam glücklich mit 1:0. Die ganz großen Chancen hatten beide Teams nicht, vielleicht der in Hälfte 2 dann unter Flutlicht. Lennart brachte zur zweiten Halbzeit noch Riccardo Gorgoglione für Luca Meixner. Der Neuzugang aus Bissingen fügte sich gleich gut ein. Raus zum zweiten Neuen, zu Luca Lennart. Der hat auf links viel Platz, aber seine Flanke findet keinen Abnehmer. Gleiches Manko also wie vor der Pause. Wieder der SSV, immer wieder Eilberger, wieder Lennart. Da haben wir Gorgoglione, der behauptet die Kugel und versucht es mal aus der Distanz. Jawohl, schöner Schuss des erfahrenen offensiven Mittelfeldspielers, der wie gesagt im Sommer vom Ligarivalen Bissingen kam und den SSV in Ravensburg per Elfer in Führung brachte. Da hat nicht viel zum Ausgleich gefehlt. 53. Minute, gleich im Anschluss an diese Szene, der erste Angriff des ATSV über die linke Seite, dann kommt Lukas Lindner an den Ball, verlädt Steiger und knallt das Ding zum 2:0 für die Gäste ins Netz. Puh, das war ein Pfund, Piu ohne Chance, wieder Jubel in Blau. Dieses Mal alles korrekt, starke Aktion von Lindner. Jetzt wird die Aufgabe natürlich noch kniffliger. Aber noch war Zeit und der SSV kam wieder der omnipräsente Eilberger, wieder raus zu Lennart. Schöne Flanke mit links auf den Kopf von Gorgoglione, aber Bleich taucht ab. Und wie schon zuvor nach einem Abschuss von Gorgoglione taucht wieder dieser Lindner auf. Wir lassen die Szene ungekürzt weiterlaufen. Gute Kombination der Badener über Mörmann, Badke und Colin Bitzer. Wie gesagt, eine Saison spielte der 26-Jährige vor Jahren beim SSV rüber zu Lindner und der Torschütze von eben versemmelt dieses Mal und verpasst womöglich die endgültige Entscheidung. Nach einer guten Stunde machte Djamanovic Platz für Neuzugang Andreas Schilowetz mit der 37. Die nächste Szene gehörte wieder den Gästen, wieder Lindner und Bitzer. Dieses Mal bedient der Torschütze zum 0:2 den Vorlagengeber. Der hält aus kurzer Distanz drauf, aber Pio macht das kurze Eck zu. Die Ecke schenken wir uns. Wir schauen stattdessen auf den nächsten Angriff der 05er, Dennis Lübke zu Samuel Mayer und er prüft Bleich mit links und der pariert. Egal wer es versuchte, es sollte nicht sein. Viertelstunde noch, so langsam lief seinen Jungs die Zeit davon, die Gäste lagen zudem gefühlt alle paar Minuten am Boden. Lennart Sanyang, der sucht und findet Schilowitz, der hält drauf, der Rücken von Malsam ist in diesem Fall im Weg, wieder nix. Wenig später ein Aufschrei im weiten Rund, Malsam soll den Ball in dieser Szene mit der Hand gespielt haben, wir schauen da nochmal drauf. Schwierig zu erkennen, die Partie lief jedenfalls weiter. Weiter geht's natürlich mit Eilberger, Kopfball Gorgoglione, der hatte einige gute Abschlüsse, aber auch bei ihm fehlte der letzte Tick und auch ein bisschen Glück, die Kugel landet auf dem Netz. So, nachdem schon wieder unterbrochen wurde, sah Albert Lennart dann auch noch die gelbe Karte. Und er sah kurz danach zunächst wieder einen blauen am Boden, klar, aber auch den nächsten Angriff über den kurz zuvor eingewechselten Furkan Özidoku mit der 34 und dann Sanyang. Wieder war ein Bein dazwischen, es gab wieder Ecke. Genauso wie nach dieser Aktion, dieses Mal wird der Versuch von Schilowetz geblockt. Es gab einfach kein Durchkommen. Der Aufsteiger verteidigte auch mit viel Leidenschaft.
Diese Ecke nehmen wir aber mit. Lennart auf seinen Kapitän. Eiberger nimmt am 16er Maß. Von etwa da traf er ja gegen Oberachern zum Ausgleich. Damals flach, jetzt hoch, doch die Kugel rauscht knapp am Pfosten vorbei. Den haben viele im Stadion schon drin gesehen, war er aber leider nicht. 5 Minuten noch, es war zum Haare raufen. Der SSV hatte seine Szenen, aber es stand weiterhin 0:2. Özdokro, der stieg mit den A-Junioren in die Bundesliga auf. Wieder war's knapp. Ein Tor fiel dann doch noch. Leider waren wir da ein bisschen zu spät dran. In der Nachspielzeit zielte Özdokro bei einer ähnlichen Aktion genauer. Doch an der ersten Heimniederlage änderte sich nichts mehr. Denn kurz danach war Schluss. Der ATSV Mutschelbach gewinnt in der Stadt mit der Mutschel in Reutlingen mit 2:1 und zieht mit jetzt 11 Punkten am SSV in der Tabelle vorbei. Wir haben die Stimmen zum Spiel. So Tage gibt's. Ja, genau. Ich würde auch sagen, es war mega unglücklich. Die Schiri-Entscheidung kann ich nicht verstehen. Also der Stürmer zieht voll durch. Bei Marvin, der hält nur seinen Fuß hin und dann gibt es 11 Meter. Aber wir dürfen es auch nicht nur auf den Schiri schieben. Also wir müssen uns alle auch an die eigene Nase packen. Viele Flanken kamen nicht. Wenn eine Flanke mal kam, war die Boxbesetzung nicht gut. Und also es ist zu einfach zu sagen, es war jetzt nur unglücklich oder der Schiri. Ja. Dennoch, die Brust war breit nach dem 4-0 in Ravensburg. Okay, aber ihr habt es da vorne, du hast es schon gesagt, da hat einfach so ein Ticken gefehlt insgesamt. Ja, man merkt auch, dass so ein Onesiko Ngena vorne fehlt mit seiner Erfahrung, mit seiner Präsenz, auch mit seinem Körper. Ja, andere Erklärung habe ich gerade auch nicht. Die Mutschelbacher lagen ziemlich oft auf dem Boden in der zweiten Halbzeit. War das dann clever oder war das ein Ticken zu viel? Für meinen Geschmack ein Ticken zu viel, aber es, wenn man verliert, sagt man es immer. Also ist völlig klar. Ich denke nicht, dass wir so gemacht hätten. Es war auch viel theatralisch, gerade die Aktion von Pierre, wo er gelb kriegt. Das, sowas muss nicht sein. Also man kann auch mal hier und da ein bisschen Zeit schinden, macht jeder. Aber es war ein Tick zu viel. Am Ende stehen 1:2 hier im Heimspiel, fast 1000 Leute, ein 4:0 in Ravensburg im Rücken. Viel Aufwand betrieben. Fangen wir beim Elfmeter an. Was sagt ihr da so in der Mannschaft? Den muss er nicht geben, oder? Auf jeden Fall. Also das war kein Elfmeter, ich stand komplett daneben. Der Jäger, der steht einfach und der komplett in ihn rein, der kann sich ja nicht in Luft auflösen. Also das war in meinen Augen gar kein Elfmeter. Das war eine Fehlentscheidung. Das hat ihr natürlich in die Karten gespielt, dann machen sie es 2-0, dann war es für euch natürlich schwierig. Ihr habt alles versucht, aber es gibt halt so Tage, wo der letzte Tick fehlt, oder? Ja klar, wir haben alles gegeben, Gas gegeben, uns kann man echt nichts vorwerfen. Wirklich, also wir haben alles gegeben und ja, wir machen noch das Tor. Ich sag mal, wenn wir das Tor 10, 15 Minuten früher schießen, dann könnte noch was gehen heute. Ihr habt viel Aufwand betrieben, aber gibt es so Tage, wo es dann einfach das Entscheidende fehlt? Heute war es vielleicht so ein Tag, aber was die Jungs geleistet haben, wie sie Fußball gespielt haben, mit Emotion, mit Leidenschaft, ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Das habe ich auch noch mal im Kreis gesagt. Man kann einen keinen Vorwurf. Und das, was der Schiedsrichter mit dem Elfmeter und dann teilweise wir gepfiffen hat, muss ich sagen, das tut mir leid halt, aber es war nicht auf dem höchsten Niveau der Oberliga. Die Lösung war schon da. Ich sage, wenn der Pierre das Tor dann macht oder Marvin in der ersten Halbzeit, wo direkt abnimmt, also Möglichkeiten waren da von Standards, aber auch aus dem Spiel heraus. Flanken von außen, in der Box waren wir halt da. Es sind Kleinigkeiten, was dann entscheidend auf dem Niveau. Dann lag Gefühl alle 2 Minuten ein Blauer auf dem Boden in der zweiten Halbzeit. Das hat Mutschelbach ganz gut erkannt, dass wieder Schiri pfeift und haben das auch ausgenutzt. Clever gemacht, eine gute Mannschaft, taktisch sehr gut geschult. Aber ich sage, wenn wir der erste Freistoß, wo da am Pfosten geht, wenn da das Tor fällt für uns und die möglichen, was wir hatten, dann kann vielleicht das Spiel anders ausgehen. Dennoch, Glückwunsch an den Gegner, 2-1, ja. Fangen wir mit dem Elfmeter an. Ich habe mich jetzt ein bisschen umgehört, also es war keiner. Nee, ich war auch ziemlich direkt daneben, es sah blöd aus. Der Schiri stand vielleicht genau in so einem Winkel, dass es für ihn ein Elfmeter war, aber ich war auch direkt daneben, es war kein Elfmeter. Er läuft ihm direkt in den Fuß rein, er geht ein bisschen hart rein mit dem gestreckten Fuß, deswegen, ja, aus dem Schiri seinem Winkel kann man es vielleicht pfeifen, aber aus meiner Sicht war es keiner. Das hat eh natürlich in die Karten gespielt, dann haben sie ein schönes Tor gemacht, muss man sagen, zum 0-2, aber ihr hattet eure Szene, aber irgendein Ticken hat heute gefehlt, oder? Ja, das 2-0 macht er gut, knallt ihn saftig rein mit einer schönen Drehung davor, aber ich denke, wir haben hier viel Leidenschaft gezeigt, ein gutes Spiel gemacht. Wir hatten viele Möglichkeiten, aber irgendwie hat uns so die letzte Präsenz in der Box gefehlt, so Richtung Tor. Da hat es immer mal wieder gehabert, aber wie oft haben wir uns durchgespielt? Ich glaube, am Ende dann 15, 20 Mal. Und dann fällt es 2-1 ein bisschen zu spät, meiner Ansicht nach. Ich glaube, wenn das 10 Minuten früher fällt, nehmen wir hier auf jeden Fall noch einen Punkt mit, weil die waren am Ende stehen, K.O. Aber ja, schade, dass wir für den Aufwand nicht belohnt werden, aber es geht weiter. Wir lernen draus und greifen nächste Woche wieder an. Genau, stehen K.O., dafür lagen sie aber relativ oft auch auf dem Rasen. Ja, das hat ein bisschen genervt. Ich hatte da auch 1 und 2 Diskussionen mit dem
Schiri und dem Gegenspieler. Aber ja, ist normal, würden wir auch so machen, würden wir führen. Ist halt Fußball, aber es hat genervt. Aber es hat man gemerkt, die waren tot, die wollten halt Zeit mitnehmen, aber ja, so ist es. Glückwunsch nach Mutschelbach, aber wir stehen wieder auf. Am Samstag geht es gegen den nächsten Aufsteiger. Der SSV ist dann beim FSV Hollenbach zu Gast. Das nächste Heimspiel steigt am Mittwoch in einer Woche gegen Neckarsulm. Mehr zum SSV folgt noch. Das war's vom Sport. Kommen Sie gut in die Woche. Der SSV Reutlingen wurde Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Eichelau.